Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Weiter geht's mit Songs of Conquest von Lava Potion. Wir spielen die Kampagne der Baronie of Lode und wir sind, ja, soll ich sagen, die Untoten, aber davon ist auch gar nichts zu merken. Ganz im Gegenteil, der Baron von Aldus von Lode, das ist ein ganz, ganz edler Mann, der aber einen Personenkult hegt und das ist die Gefahr, die ich da sehe, die erste, die dazu führt. Zum Weg des Hasses. Also schauen wir mal, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Das Geschwafel vom Anfang meiner Folge kriegt ihr natürlich am Schluss wieder. Die erste Folge, die ich davon gemacht habe, die ist eigentlich gerade erst erschienen. Ja, das muss man dazu sagen. Und ich weiß noch nicht, was ihr sagt, wie weit es gehen soll und ob ihr es toll findet oder nicht. Also, sie ist halt gerade erst gedroppt. Auch diese Folge wird noch außerhalb der Reihe sein. Ich weiß nicht, wie ich das mir noch mit einbauen kann bei all den Projekten, die ich mir selbst vorgenommen habe oder halt präsentierungswürdig sind. Aber ich finde es halt schade, Songs of Conquest mit dieser wunderhübschen Kampagne, die jetzt sehr spannend auch beginnt, nicht zu präsentieren. Also, ein paar Folgen nehme ich auf jeden Fall auf. Aber auf euer Meinung bin ich wirklich ganz ernsthaft gespannt. Ne? Okay, also gut. Wir haben ja in der wilden 13. Runde aufgehört und dann geht's jetzt weiter. Ich denke, wir machen zuerst die Wölfe. Die Bedrohung, beide Bedrohungen hier sind leicht, laut der Sicht von Aldus. Und dann schauen wir mal, ob er damit auch recht hat oder ob wir jetzt ganz, ganz viele Verluste einheimsen müssen. Werden wir sehen. Ja, gut, wir werden uns nach unten hin orientieren, würde ich sagen. Mal schauen, woher sie kommen. Interessante Karte. So. Und da ist der Wolf. Und der müsste, ja, von dort oder dort angegriffen werden. Der kann beim nächsten Mal richtig übel werden. Ich weiß gar nicht, der kann hier lang laufen und er könnte hier oben lang. Also muss ich mich mit meinen Kriegern am besten hier hinstellen. So. Diesmal will ich ein bisschen zauberfreudiger sein, weil wir nicht mehr viel Schaden machen können. Hier auch nicht. Und er geht außen rum und er schnappt sich ausgerechnet die Jungs hier. Echt ärgerlich. Falls es wieder schief geht, brauche ich mehr Schutz. Ja, das sind echt böse Verluste. Da müssen wir in den Nahkampf gehen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Das ist spannend gestaltet. Du hast halt jetzt wirklich nicht viele Einheiten und jedes Mal, wenn man da so ein bisschen was verliert, verliert man halt einfach. Nochmal meinen Bogenschützen weg, das ist nicht gut. So, wir haben hier oben wenigstens ein paar abgetragene Stiefel und die bringen den Bonus von Einbewegung und einem weiteren Sichtradius. Gut oder nicht so gut. Steht immer noch leicht dran, ja? Aber wenn ich jedes Mal so viel Mann verliere, unschön. So, eine große Zahl. Entschuldigung, da funkt ein Programm bei mir dazwischen. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Eine große Zahl Briganten hatte hier ihr Lager aufgeschlagen. Als die Truppen des Barons sich ihnen näherten, erblickten sie eine verhüllte Gestalt, die sich unter ihnen bewegte. Die Banditen. Ihr seid Baron Aldus. Verflucht, wir hatten gehofft, längst fort zu sein, bevor ihr auftaucht. Der bin ich. Und ich werde ihn jetzt edler sprechen, nicht so wie in der ersten Folge. Es hat mir nicht gefallen. Der bin ich. Und wir sind hier, um dieses Land mit Aurelias Kühnheit im Rücken und ihrem Zorn in unseren Waffenarmen von euch Pöbel zu säubern. Auch wir beten zu Aurelia, doch wir werden es. Oder wir werden es. Bitte vergib uns. Vieles könnte ich vergeben, aber das Brandschatzen und Morden, das hier stattgefunden hat, ist zu viel. Ihr werdet alle mit Blut bezahlen. Haben wir eigentlich so nicht gemeint. Nein. Kein Erbarmen mit Plünderern und Mördern. Ja, die Banditen. Sie sind neu in der Form. Da ist schon wieder so ein Kuttentyp dazwischen. Tja, dann wollen wir uns mal defensiv aufstellen, weil wir haben gar nicht andere Möglichkeiten hier.
schön Buffs hier. Noch mehr Abwehr auf den drauf. Ja, jetzt fängt schon an, gleich unangenehm zu werden. Ich bleib trotzdem im Höhenvorteil. Ich bin so ein defensiver Dude. Die sind ja auch cool. Was sind die denn? Wilderer. Einfach nur Schaden, keine besonderen Fähigkeiten. Okay, ich könnte den Buffer rausschießen. Ich schieß mal. Das ist halt schon fast verschwendet von der Stärke des Schusses. Aber trotzdem, er soll nicht weiter die Einheiten buffen. Das finde ich nicht so witzig. Ja, wir schießen den da, dass er erst gar nicht richtig rankommt. So, wir könnten 2 bis 4 mit ihm erwischen, wenn wir den Defensivbonus reinnehmen. Aber unsere ganzen Fernkämpfer sind nochmal dran. Nein, ich bleib stehen. Ach, Mist, ey. Achso, der muss ja auch noch nachladen, der Dude. Ja, das war wieder ganz klassischer Benefic hier. Gut, die haben schon mal aufgehört zu diskutieren. Wenn er sich bewegt, macht er weniger Schaden. Deswegen bleib stehen. Ja, hätte ich wissen müssen. Ja, schießen wir mal zurück hier. Eieieiei, was für Verluste, meine Damen, meine Herren. Unschön, unschön. Unschöne Verluste. Da bleibt nicht mehr viel von der sogenannten Armee übrig. Klar waren das überschaubare Verluste, aber trotzdem. Der Hüter erlangt plus 1 Bewegung, da kann ich nicht widerstehen. Ja, da haben wir ordentlich was dazu bekommen. Immer tiefer dringen wir in die Lande hier ein. Ja, das Banditenversteck, das kann ich mir bald nicht mehr erlauben. Ein Bogenportal, das werde ich auf jeden Fall noch nehmen. Ein schwaches Summen war hier in der Nähe dieses alten Bogenportals zu hören. In dem Maße, wie dieses alte Bogenportal zerfällt, bröckelt auch die Ehre in den Herzen der Leute. Ich fürchte, wir kommen zu spät, um die Barianer aufzuhalten und Aurelias Gläubige zu retten. Welche Hoffnung bleibt dem Volk von Loth jetzt noch? Herr, es gibt einen alten Schrein im Süden von hier, der letzte auf dem Pilgerpfad. Vielleicht wird Aurelia uns in unserer Not erhören. Führe uns weiter. Denn selbst wenn wir unser Ende finden, wird es ein Trost sein, den Eid noch einmal zu leisten. Ein das Banditendings kann ich eigentlich nicht mehr machen. Eigentlich. Da unten ist aber der letzte Schrein. Dieses Medium, nee, nein, das mache ich nicht. Da sind die Verluste zu hoch. Kann ich mir nicht erlauben. Da habe ich nicht gut genug gespielt bis zum Schluss. Das muss ich leider liegen lassen. Inmitten der Bäume, verwahrlost und verwittert, fanden sie den dritten uralten Schrein der Aurelia. Aldus und seine Truppen knieten davor nieder. Soldaten von Loth, beugt mit mir das Knie, um die letzte Passage des Eids an Aurelia zu rezitieren. Mögen wir von ihr Kraft schöpfen, um diese Barianer zu besiegen. Und sollten wir scheitern, so sterben wir in dem Wissen, dass wir es taten, um die Notleidenden zu schützen. Vernehme ich deinen Ruf, so werden ihm bald folgen meine Seele, mein Geist und auch mein Leib. Für Arlion, Aurelia, du Ewige, leist ich den Eid vom Tod nunmehr befreit. Okay. Während der Baron Aldus und seine Truppen die letzten Zeilen des Eids aufsagten, näherte sich von Norden her eine große Gruppe verhüllter Gestalten. Ihre Anführerin trat vor und schlug ihre Kapuze zurück. Oh, die Ambatina. Baron Aldus, auch ich bin eine hingebungsvolle Anhängerin der großen Kaiserin Aurelia. Meine Getreuen und ich beten oft hier, und ich habe für ein Treffen dieser Art gebetet. Ein Treffen mit mir? Ich würde gerne die wenige Hilfe anbieten, die ich zu leisten vermag, aber ich habe bereits viele Pflichten. Du missverstehst mich, Herr Baron. Ich bin es, die Hilfe anbietet. Ich gehöre einem Orden an, der sich Unsichtbare Gesellschaft nennt. Und wir würden unsere Kräfte in deinen Dienst stellen, um dieses Land von Briganten und Barianern zu säubern.
Obgleich ich deine Hilfe begrüßen würde, fürchte ich, dass ich euch nicht bezahlen kann. Wir brauchen kein Gold. Wir bitten nur, die Freiheit, unsere Forschung in deine Baronie fortzusetzen. Wir wollen die alten Bauwerke des Reiches freilegen und versuchen herauszufinden, wie die Kaiserin in Frieden und Wohlstand regieren konnte. Ein nobles Unterfangen. Wenn ihr uns helfen könnt, die Barianer zu vertreiben, begrüße ich gerne eure Nachforschungen zur Vergangenheit. So sind wir denn Verbündete. Ich werde dir meine eigenen Stärken als Hüterin zur Verfügung stellen, vorausgesetzt du lässt mich. Selbstverständlich. Ich hätte mir denken können, dass du über die Macht gebietest. Ich habe nur eine Frage. Ich habe in den Brigantenbanden Leute gesehen, die deinen Anhängern ähneln und einige von ihnen sogar getötet. Warum ist dem so? Sie predigten Aurelias Wort und versuchten, sie zu unserem Glauben zu bekehren. Wir hatten gehofft, dass diese Wüstlinge durch Worte statt durch Gewalt bekehrt werden könnten. Ich verstehe. Es war sehr weise von euch, einen friedlichen Ausgang anzustreben. Ich bin zufrieden und freue mich darauf, diesen Barianern ordentlich das Fell zu gerben. Ich werde meine Gelehrten, Eidkundigen und Toxikologen benachrichtigen, uns zur Hilfe zu eilen. Bei Aurelias Ruhm, Lot wird wieder an Ansehen gewinnen. Wow, jetzt haben wir diese Zauberin und die hat schon ein paar ziemlich nice Truppen. Die Frage ist, sie ist auch Level 3, er ist Level 5. Okay, jetzt machen wir das mal so. Ja, das habe ich mir nämlich jetzt fast schon gedacht. Ich mag es natürlich in solchen Spielen nicht zwingend, Einheiten voneinander zu trennen. Ne? Also wir haben jetzt schon hier Probleme, würde ich es jetzt mal vorsichtig ausdrücken. So, die hier bringen mir schon mal gar nichts. Ich überlege gerade, was besser ist. Fernkampf 26, Fernkampf 29. Die Toxikologen, die tun aber vergiften. Deswegen bekommst du jetzt die ersten, nennen wir sie mal etwas merkwürdigen Einheiten. Aurelianische Gelehrte, was soll da schon schief gehen? Was soll da schon schief gehen? So, da sind Sachen zum Einsammeln. Deswegen darfst du der Dame einen Schritt Platz machen. Micro... Pancake ist Micro. Ich möchte nur nicht versehentlich irgendwas aufdecken. 6 Kultisten, die nehme ich natürlich mit. Kultisten, was für einem Kult denn angehören. So, und wir könnten jetzt nochmal zurückkehren, um dieses Versteck jetzt auszuräuchern. Mal schauen, wie stark es jetzt gewertet wird, wenn wir da uns nochmal hinbewegen. Wir werden es in der nächsten Runde erfahren. Es sieht so aus, als könnten wir gleich dort unten vielleicht doch noch eine Stadt bekommen. Mal keine Ahnung, ob wir schon ein bisschen was ausbauen dürfen. Jetzt ist es leicht. Dann kämpfen wir dagegen an. Leicht. Leicht. Großes Problem. Nix ist da leicht. So, ja, so, sie umstellen uns natürlich wieder gekonnt. Nahkampfoffensive von euch sind 21, 22. Was hast denn du? Du hast 16 und du hast... Ja, falsch geguckt. Ja, so mega geil ist es auch nicht, aber du kannst eigentlich hier stehen bleiben und Buffs geben. Ja, kein Gegenschlag mehr, nur noch 5 Leute übrig. Schützt die brauchen wir noch. Ja, den muss ich im Nahkampf zwingen. Okay, erledigt. Tja, ja,
Ich krieg einfach nicht genug Punch gegen die. Wenn ich jetzt wegzucke, wie viele davon sterben? 4! Wow. Dann wäre es doch besser gewesen, stehen zu bleiben. Wow, da ist der echt durchgerückt. Ich bin beeindruckt. Tja, so viel dazu. So viel dazu. Die haben sich gerade ausgezahlt, die Linieninfanterie. Oh, wow, 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 Bancake. Bancake, was ist da los? So hohe Verluste in dem Spiel, nur wegen der Gier nach einem Schatz. Kommandieren. Ja, es war tatsächlich viel, aber das war es auch irgendwie nicht wert. Darf ich nochmal zu dem Schrein? Ja. Tja, da habe ich vielleicht die anderen Schreine auch nicht richtig mitgenommen, wie ich mich kenne. So, dort ist eine Siedlung. Die möchte von uns eingenommen werden, denke ich. So, wir gehen jetzt erstmal da runter und holen uns dieses Laboratorium ab. Albertina, schreiten die Pläne voran? Das tun sie. Wir sind nun mit den Gnaden von Baron Aldus gesegnet und können uns innerhalb der Baronie frei bewegen. Der Erste, der sich anschließt. Der Erste von vielen. Der sitzt da. Angenommen oder nicht? Ja, das Geld habe ich jetzt locker, die nochmal auszuheben. Aha, jetzt wissen wir, was wir da machen können. Hätte ich nochmal draufklicken müssen. Oh ja, hey, was soll schon schief gehen, ne? So, okay, haben wir auch besucht. Der Baron wird nicht zu dem Sägewerk gehen. Das ist noch unbekannte Bedrohung. Obwohl wir es... hätten wir es gleich von Anfang an. Komm. Auf geht's. Ja, dann wollen wir mal dieses Sägewerk hier befreien. Ihr geht da hinten rein. Und ihr stellt euch mal da rein. Autsch. Oh, die sind gefährlich, die Typen. Die sind richtig gefährlich. Das war zu großes Risiko. Das war zu großes Risiko. Ja, die hauen ganz schön rein. Mhm.
Fettfernkampfresistenz mir reingehauen. Nee. Geh weg. Das hat keinen Wert. Tja, da haben wir auf Fernkampf gesetzt, ne? Wir müssen drei Felder vor. Boah, gut, dass die Buffs jetzt so getriggert haben, wie sie getriggert haben. Warte mal, was war das nochmal? Zuschlagen, die Jungs, ey. Meine Güte. Der schießt nicht mehr. Mann, Donna Mia. Ich überreiz mein Glück aber auch gerade so ein bisschen, ne? Ufts. Ufts. Das sind ein bisschen hohe Verluste. So. Da unten, das machen wir jetzt nicht mehr. Wir müssen erst in die Stadt. Wir brauchen erst neue Truppen. Sonst geht gar nichts mehr. Das kleine Dorf Sonnenhain war fast vollständig überflutet. Ein alter Bauer stand neben der Schmiede, seine Füße steckten tief im Schlamm. »Grüße, wir haben nicht viel zu bieten, aber wir helfen, wo wir können. Ich hörte, ihr wollt die Barayana und Briganten zurückschlagen.« »Das wollen wir. Und bei der Gnade Aurelias wird dies wieder ein starker Herrschaftsbesitz für Lot werden. Gemeinsam für sie.« »Ja, danke.« Schön, dass die sich mir anschließen wollen. Kann ich aber nicht machen. Tja. Weil kein Slot mehr frei. Ein Kettenhaubert hat es uns gegeben. Ja, das ist cool. 7 Verteidigungs gibt uns, hat uns die Schmiedin hier mitgebracht. So. Ein Obstgarten. Ah, nee, es ist nur ein Bauernhaus. Ich hätte es wissen müssen. Wow. Mehr Zerstörungsessenz und eine Wassermühle. Da kommen wir nicht drüber. Da ist alles überflutet. Und da kommen wir nicht weiter. Interessant gestaltetes Level. So, die Bewegung und die EP sollte ich schon noch mitnehmen. Das wird nicht gerade besser. Was wir hier noch haben, ist überschaubar von der Wirkleistung.
Ich weiß nicht, ob wir da uns schon Verstärkung reinholen können. Aber diese Quelle der Macht solltest du schon noch einsammeln. So. Einige abgekämpfte Waldläufer nähern sich von Süden her. Baron Aldus von Loth, die Keilerhöhlen liegen im Süden und wir würden die unsichtbare Gesellschaft gerne willkommen heißen und die Kämpfer versammeln, die wir für den Kampf gegen die Barianer brauchen. Ich danke dir, möge Aurelia mit uns sein, jetzt und immer da. Wir werden auf Keilerhöhlen marschieren, aber was weißt du über die Barianer? Sie haben Comfrey erobert und sind dabei, einen Stützpunkt an der Küste zu errichten. Wir sollten damit rechnen, dass sie irgendwann über den Gebirgspass kommen, um auch dieses Land an sich zu reißen. Wir werden bereit sein. Naja, sieht aber eigentlich gerade eher nicht so aus, dass du bereit bist da dafür. Okay, bezwinge die Barianer. Wie denn? Mit was denn? Ich hab nichts mehr. Ich darf mir eigentlich gar keine weiteren Kämpfe mehr erlauben. Naja, da steht leicht dran und dann verliere ich alles. Was haben wir da unten? Eine Quelle der Macht, ein vergessenes Grab. Schmucklose Axt und 3 Schimmergewebe. Ja, 6 Offensive nochmal, das ist gut. Das sind Kultisten. Die werden eventuell sich uns anschließen, aber auch vielleicht gegen uns kämpfen. Das wissen wir nicht. Deswegen gehen wir aber nochmal kurz erkunden. Eine sehr einfache Bedrohung. Komm, wir gehen hin. Baron Aldus, wir von der unsichtbaren Gesellschaft heißen dich auf unsere Ausgrabung willkommen. Wir sind auf dem Weg, eine alte Statue freizulegen, doch es gibt ein Problem. Und was könnte das wohl sein? Die Gebeine der gefallenen Soldaten, die in der Nähe begraben waren, sind gewissermaßen wieder zum Leben erwacht und hüten nun die freigelegten Kostbarkeiten. Seltsam, vielleicht gehe ich dem nach. Warum tauchen diese Untoten auf? Wir sind unschlüssig und würden uns deinen Truppen anschließen, um zu helfen. Ja, das sind bessere. Die hätte ich dann schon mal genommen. Ich das nicht irgendwie. Ja. Nein, sind nicht bessere. Ich habe mich geirrt. Ich und das Spiel steuern. Aha, ja, die Bedrohung ist schon etwas zu heftig. Sind Kultisten, ja. Ich krieg's nur noch auf 20 hochgestockt, okay. Viele Kultisten sind hier plötzlich. Als ich die Truppen von Baron Aldus von Loth Keilerhöhlen näherten, trat ihnen ein Mitglied der unsichtbaren Gesellschaft entgegen. Baron Aldus von Loth, die Bauern und die Bürger haben uns hier willkommen geheißen. Viele unserer Brüder und Schwestern werden sich unserem Banner anschließen, sobald wir mit den Ausgrabungen beginnen. Prächtig, die tapferen Herzen haben mir untersagt, zusätzliche Truppen zu bewaffnen und auszubilden.
doch mein Lehnseid untersagt keine Rekruten aus der unsichtbaren Gesellschaft. Wie ich sehe, habt ihr von den Besten gelernt, wie man Geschäfte macht. Lord Aldus, den Barayanern. In Zeiten der Krise muss man sich anpassen, auch wenn es sich unredlich ausnimmt. Ich bin sicher, Aurelia wird es gutheißen. Sie hat in ihren jungen Jahren etwas Ähnliches getan. Ah ja, die Miliz von Eichenhügeln. Stimmt, ich bin sicher, sie würde uns zulächeln. Oh. Keine Bewegung mehr. Es gab ein Donnern, deswegen. Okay, wir haben jetzt tatsächlich unser erstes Dorf. Und das ist auch so ziemlich der letzte Schritt, den ich jetzt mit euch mache. Und zwar schauen wir uns das mal kurz an, ob und was wir hier da bauen dürfen. Wir haben hier tatsächlich einen Wachturm hingestellt bekommen. Wir haben eine kleine Baustelle. Das Dorf dürften wir sogar instant aufrüsten. Das könnten wir easy peasy machen. Schon haben wir hier mehr Bauplätze. Brauchen wir eigentlich in der ersten Runde noch nicht. Wir hätten hier was zum Bauen. Die Kosten sind überschaubar. Laboratorium. Hier haben wir die Kultisten und das. Und den Handelsposten will ich noch nicht. Ah, das produziert Gold, Steinwerk, Wachturm. Ich habe Holz genug, aber Stein produziere ich keinen. Also bauen wir hier erstmal einen Steinbruch. Das ist das erste Gebäude, was wir haben. Wir müssen darauf achten, ne? Holz und Stein ist nicht immer grundsätzlich gegeben, dass ihr das auf der Karte bekommt, sondern ihr müsst es manchmal halt gleich am Anfang auch in euren Dörfern ja, bauen. Ne? Ganz einfach. Wow, ich könnte die echt jetzt hochziehen ohne Ende hier. Da bin ich aber erstmal noch ein bisschen vorsichtig und akzeptiere, dass es erstmal eine kleinere Gemeinde hier ist. Okay, hier unten geht's weiter, aber bezwinge die Barayaner. Ja, hier unten müssen wir nochmal lang. Da oben hätten wir noch was zu erkunden. Da geht's auch weiter. Unser Hinterland, das wäre natürlich nicht schlecht freizuräumen. Da gibt es noch einiges zu entdecken hier in dem Level. Okay, ich habe mich in dieser Folge nicht mit Ruhm bekleckert, ganz und gar nicht. Bin aber jetzt froh, endlich eine Stadt zu haben, nach zwei Folgen. Und dann mit dieser vielleicht auch endlich mich ein bisschen aufbauen zu können und Truppen zu produzieren. Und ja, in der Hoffnung, dann mit einer besseren Schlagkraft auch größere Erfolge zu erzielen und nicht mit jeder einzelnen Einheit. Ja, doch, man muss zu sehr opferbereitwillig sein. Man muss es ja auch nicht immer so übertreiben, wie ich es tue. Und so offensiv in Anführungszeichen oder stupide spielen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann natürlich einen Daumen hoch machen. Und wer es noch nicht hat, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann irgendwie eingebettet in meinen normalen Folgenplan, dass ich zwei Folgen pro Tag bringe, ist eine absolute Ausnahme. Und ja, das wird halt wieder auf eine Folge dann irgendwann reduziert. Und da muss ich mal überlegen, wie ich das dann genau gestalte. Aber das sei jetzt erstmal, sei es drum, so rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.